Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier von Battlefield Play for Free. Heute mit dem Assault oder auch Sturmsoldaten genannt. Wir zocken heute mit dem Thunderkiller erst auf Level 4 hochgezogen. Das ist, man kann man nicht richtig sagen, dass das hochgezogen ist, aber ich habe ihn ein wenig gezockt schon. Ist ein ganz normaler Sturmsoldat mit der Anfangswaffe, keine neuen Waffen gekauft, keine besonderen Ausrüstungsteile genommen. Ich habe das Ding einfach mal so hochgenommen, wie es hier ging. Und ja, da ist er hier. Mit all seinen Ausstattungen, Pistol, die Sturmsoldatenwaffe, die G3A, keine Ahnung, 4 oder so ähnlich heißt die Waffe. Dann natürlich das Pack, was man hier überall rumliegen lassen kann. Oh. Lustig. Ich kann ja drauf schießen, dann geht es kaputt. Gut. Wusste ich auch noch nicht. Oh. Und da setzt sich jetzt einer rein. Den holen wir uns doch jetzt erstmal glatt. Ja, den haben wir aber glatt durchschossen, du. Das war jetzt erstmal sogar der erste Kill, den ich hier gelandet habe. Ja. Da wir jetzt hier... doch, der hat uns ja ein schönes Fahrzeug da gelassen. Da können wir doch gleich mal schauen, wo uns das jetzt hinführt hier. Also, wir haben 2 Punkte, wir spielen Sturmangriff auf Myanmar, heißt das Ganze hier. Gut, ich konnte jetzt nicht richtig zielen, ich wollte einfach mal volle Kanne draufhauen. Der hat jetzt die AEK gehabt, das ist auch eine sehr schöne Waffe für den Sturmsoldaten. Weil die Waffe einfach nur richtig... oh, Fail. Der Typ ist lustig. Fail. Weil das richtig lustig aussieht auf jeden Fall. Oh, was ist denn das? Ich weiß nicht, dieses Symbol zu deuten. Ich weiß auch nicht, wo der Gegenspieler jetzt war. Na komm. Da konnte er jetzt besser drauf ziehen als ich. Die hatte noch einen sehr hohen Rückstoß und nicht keine hohe Präzision, diese Anfangswaffe hier. Das ist noch alles auf Anfang hier. Deswegen kann ich hier nicht so richtig gute Kills erzielen, wie zum Beispiel mit anderen Soldaten, mit einem Medi oder so, wo wir hier eine ASAT haben, oder mit einem Pionier, wo wir dann eine richtige MP5, eine G53 oder eine MP7 ausstatten können. Haben wir hier alles nicht. Hier haben wir jetzt die Anfangswaffe. Nicht zum Beispiel die AEK, was zwar eine Noob-Waffe wäre, aber sie tut ihren Zweck und killt genügend Leute, sodass man auf seine Punkte kommt. Also kann man die schon gut benutzen. Ich weiß gar nicht, gehört der Punkt bis hier uns? Ja, B gehört uns. Und hier ist anscheinend gerade die Front. Warum steht hier das Ding? Kann ich da jetzt einsteigen? Ich habe nur noch wenig Leben. Ich stehe jetzt einfach mal vorfahren. Da steht gerade einer. Da unten war doch gerade einer. Und da war das Ding da. Da wäre ich ja auch down gewesen. Oh, den habe ich eliminiert. Das finde ich super. Das Schöne ist ja an der Waffe, dass die einen schönen Schaden hat als schreck mich nicht so als Dingens als ist auch schön als Sturmsoldatenwaffe, da die einen schönen Schaden hat, kann man da auch ordentlich durchhauen. Die Präzision lässt bloß leider zu wünschen übrig. Man kann jetzt nicht so schön anvisieren. Ich habe jetzt auch kein Visier draufgepackt oder sonst was. Da! Na
war jetzt scheiße von mir. Ich konnte nicht mal ordentlich anvisieren oder ich hab's verkackt einfach. Man saß einfach, ich hab's verkackt. Der Dark Killer hat mich da jetzt geowned hier mit einer kranken Schussserie, die er hier voll kann in meinen Nischel versenkt hat. Ja. So, ist jetzt hier jemand? Ne, wird sich gar nicht hochwagen. Kann ich jetzt hier? Ach, dann müsste es doch eigentlich Gong machen, oder? Nein, mach's nicht. So. Ah, der ist tot. Gut. Da war jetzt irgendwo einer. STVU oder wie? Oh, ach so scheiße. Bloody Moon. SVUA. Der Typ ist jetzt down. Aber da kommt jetzt ein großer Ansturm von denen. Wir siegen zwar, haben 2 Punkte, die anderen haben auch 2 Punkte. Aber das ist schon mal scheiße, weil die ja jeden Moment sich einen anderen Punkt krallen wollen. Es ist ja jetzt hier ein hartes Kopf an Kopf rennen schon fast. Aber nur mit den Punkten. Wir siegen ja bisher. So, irgendwo muss ja jetzt hier jemand rumstehen, ne? Den mal eine Kugel verpassen können. Gehen wir mal rüber zu A. Jetzt holen wir uns vielleicht mal nach A. Mal hier noch eins hin. Und okay, die holen sich jetzt A, dann mache ich doch glatt mit. Wir haben Kontrollpunkt A erobert, dann setzen wir uns doch gleich mal hier mit rein. Nein, ich sollte aussteigen. Sollten wir das Ding lieber in Luft hinein? Der repariert das schön. Gut, dann machen wir uns jetzt einfach gleich auf. Ach ne, der muss sich da wieder zurück. Hilfe bei Co-Pilot-Kill, das ist auch gut. Aber ich weiß nicht, wo der angegriffen wird. Ich setze mich jetzt einfach mal hier oben rein. Sieht man ja. C, wo ist C? Da hinten. Wir schießen einfach mal krank paar Warnschüsse. Werde ich hier gerade angegriffen? Da hinten irgendwo jemand. Da hinten können sie nicht sein. Sie müssen sie da vorne sein irgendwo. Die paar Warnschüsse bringst dann auch nicht mehr so. Barrikadiert er sich jetzt hier? Ich fahre auch glatt mit. Nee. Das ist mir zu riskant hier, dann so einen schnellen Tod zu sterben. Wenn die sich jetzt natürlich einen anderen Punkt unter. Oh, da vorne geht's ab. Jetzt wissen wir, wo der Feind ist. Oh, ab durch den Regenwald hier. Shit, 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 shit. Der hat mich gesehen. Der Dummy 1232. So. Jetzt haben sie sich. Ja, genau jetzt. Ist nämlich der Punkt erreicht. Wir siegen zwar. Aber die haben sich 3 Punkte unter den Nagel gerissen. Wie ich schon gesagt habe, dass das ja ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Punkten war. Und jetzt kommt hier mal noch einer. Jetzt habe ich hier eine 2 zu 5 KD. Das ist ein bisschen. Shit. Die ist die Splittergranate anscheinend so weit geflogen, dass sie mich doch noch getroffen hat. Ich habe gedacht, die landet ein bisschen weiter vorne. Das macht mir nichts. Aber da hat der Sniper dann doch ein bisschen besser gewusst, was richtig war. So, wie viel steht's denn jetzt für uns? Wo sind jetzt meine Punkte hier? Da, genau. Ist so wenig. Gut. Werden wir mal noch eins zocken. Mal schauen, wie es dann ist. Ob wir dann ordentlich mal reinhauen können hier. Ja, ist sehr binsig gerade eben. Aber am Anfang kann man halt noch nicht so viel machen. Auf so einer großen Map. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht bei Sharky oder so besser dran wäre auf so einer Map. Ich mach's jetzt einfach mal hier
Und da rennen wir gleich mit dem Strom. Lauf, 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 lauf. Ich will wenigstens noch einen Punkt mit erobern, das werde ich aber nicht können. So. Jetzt geht's weiter. Mit der Kolonie hier durch die Gegend rasen. Und dann geht's gleich hier zum Ziel. Die Abakan kann man nichts machen, außer draufhalten. Und wenn man nicht trifft, ist man gearscht. Da hier wird nichts anderes zu sagen. Da gibt es einen Verstärkungsspawn an der Front. No, ich hätte nicht gedacht, dass der hier hinten lang fahren kann. Ich dachte, da standen irgendwo Bäume oder irgendwas. Hätte ich lieber weggehen sollen. Gut. Komm, da ist der Dark Killer und sonst wie. Oh, Scheiße. Ach, spawn ich jetzt wieder hier. Auch gut. Dann feuern wir jetzt einfach mal in die Menge. So, und was ist näher? Das war einer jetzt von uns. Ich werde jetzt auf zu B. Oh Mann, ich hasse das ohne Fahrzeug. Da oben steht eins. Toll, da hat mich einer von hinten umgefahren. Der Black Death positioniert sich jetzt hier bei A. Das ist scheiße. Dann werden wir den uns doch gleich mal holen. Wo rennt denn der liebe Bruder jetzt rum? Hier unten bei A. Offensivkill. Shit, da war der mit seiner MG auf dem Dach ein bisschen schneller gewesen. Hätte ich jetzt noch eine Granate werfen können. Muss mich erstmal wieder einspielen hier ordentlich. Okay, wir sind jetzt hier. Oh, over the Flagge. 200 Punkte. Oh ne, 90, 90. Mit 90 mache ich mich ja nicht auf den Weg. So. Verdammt, aussteigen, 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 aussteigen. Okay, Granate. 100 Punkte, Granate. Feind, Ritter, das Ding ist down. Wir sind wieder hier. Gut. Du willst nicht ernsthaft mit dem Auto jetzt fahren? Okay, ich lege erstmal hier was hin. Jetzt brauche ich aber ein Medipack. Jetzt müsste ich mal. Da ist Medipack. Gut. Jetzt kann ich nachladen. Und jetzt nehmen wir uns das Ding. Nee, nein! Komm. Damit wir es wenigstens unschädlich machen. Junge! Siehst doch, dass ich blau bin. Also blau von der Farbe her, ne? Zum Team gehöre ich. So, komm, rüber geht's. Leg mal hier mal noch Munipack hin, manche müssen ja nachladen. Ne? So, komm! Weiter! Jetzt hier irgendwo, ich sehe keinen bis jetzt. Das scheint mir ein bisschen. Ja, FN Mini Para plus 2 ist ein bisschen schlecht. Für mich da irgendwas zu machen. Wir verlieren wieder mit 2 Punkten. So eng war das Rennen ja vor uns auch. Dann holen wir uns jetzt ganz einfach das Auto hier, dass er noch ein paar Leben hat. Und jetzt machen wir mal hier lang. Oh, da kam jetzt noch unten einer. Ich hätte am besten einfach wegrennen sollen. Aber kann man ja nie wissen. Black Death hat mich jetzt mit seiner AEK-Scheiße hier gekillt.
ich dem jetzt ein Leben abziehe, dann bin ich gut. Komm. Da kommt er sicher von seinem Stein nochmal hervor. Nein. Der ist down. Wo ist das nächste Medipack? Gleich mal hier sagen, ich brauche einen Sunny. Und gleich mal hier noch ein Dings hinlegen. Oh, der ist jetzt runtergegangen. Kommt der jetzt irgendwo wieder hoch? Scheiße! Da habe ich es zu spät gemerkt, aber da war auch noch ein Sniper irgendwo gewesen. Oh, der hat jetzt einen, ach nee, der hat einen Verstärkungsspawn dahin gelegt. Das ist schlecht. Ganz, ganz schlecht ist das. Dann spawnen die Wichser jetzt nämlich alle hier. Den holen wir uns. Na, wo ist er denn hin? Er war doch gerade noch hier. Hallo. Ist jetzt hier hinten hingestellt. Irgendwo. Ich finde ihn nicht. Bestimmt ein Sniper. Toll. Oh, wir haben uns einen Dritt. Da ist einer. Na, geht doch. Wir haben uns einen dritten Punkt geholt. Nein! Mist! Den hätte ich noch ausweichen können. Habe ich auch zu spät gemerkt, dass der von denen ist. So. Der Typ kann nicht fahren. Sieht unlustig aus. Und das ist ein Pionier. Legt jetzt da eine Fahrzeugmine hin. Oh, wir haben wieder nur 2 Punkte. Wir konnten auf 100 Punkte herankommen. Und jetzt gehen wir, glaube ich, mal zu A. Denn B... Ne, D ist in weiter Ferne. Gut. F4. So, 1 hingelegt. Hier hin. So. Oh, das ist schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. So, da ist irgendwo einer. Sind da irgendwo? Nein! Ja, er. Wo war die? Hinter mir? Neben mir? Die war doch nirgendwo weiter weg gewesen. Die war doch bestimmt. Oh, der ist jetzt anscheinend auch tot. Nein, Verstärkungsspawn hier. Bei D. Da ist einer. Der ist down. Den habe ich noch was ziehen können. Da in dem Haus ist auch keiner. Rücken wir mal vor bis zum Baum. Hier mal ein Dings hinlegen für den Muni. Okay, das holen wir uns. Das wäre doch gelacht. Die haben wir uns geholt. Da ist einer gewesen. Da kommt eine Granate. Das heißt, da oben muss irgendwo noch einer sein. Nein! Da habe ich jetzt zu lange gebraucht, mich umzudrehen. Der hat gemerkt, dass ich da stand. Gut, Verstärkungsspawn, die holen wir uns auch noch, die Flagge hier. Der hat jetzt mit der UMP45 eine bessere Trefferchance gehabt und auf jeden Fall mehr Schaden, um mich hier umzulegen. Trotzdem habe ich hier 1400 geholt mit einer 3-11 KD. Muss man natürlich auch erstmal ordentlich hinkriegen, ne? Jetzt geht's auf zu D. Oh, hier liegen ganz viele Leichen rum. Geht's. Oh, wo war der? Ah ja, irgendwo einer. Scheiße. Wo war der? Da! Da war er.
Den habe ich zu spät gesehen, aber unser Team ist schon ganz schön schlecht. Was die Punkte her angeht, na gut. Was? Was? Nee! Da war der jetzt da hinten und bin ich gleich beim Spawn wieder gekillt worden. Komm, den hauen wir doch jetzt einen über darüber. Das wäre doch gelacht. Jetzt weiß ich ja, wo er ist. Muss ich nur noch finden. Gut. Da war irgendwo vor den Toren. Da ist ein Sniper, der muss ja wissen, wo der Gegner ist, ne? Wir holen uns jetzt ganz einfach B, schnuckelig wie wir sind, holen wir uns jetzt... Nein! Wir werden doch jetzt nicht etwa verlieren! Wo war denn der schon wieder, die IAR? Da oben! Vielleicht muss er doch tun... Nein, das ist ein Medi. Der wird nicht down gehen und jetzt haben wir auch verloren. 1000 Punkte. Gegen 903, das ist ja schon besser als das vorherige Ergebnis. Ja. Gut, ich denke, das war's erstmal so als Einführung vom Thunder Killer hier, Sturmsoldaten. Bis zum nächsten Let's Play, euer Alex, auf Wiedersehen.